Ja, moin moin, Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt, Beziehung vom Leseschatz. Eigentlich müsste ich auch Ahoi sagen, denn mein jetziger Lesetipp kommt aus der Meeresbibliothek. Das ist die Reihe, die der Mare Verlag herausgebracht hat, die alle im unglaublich schönen Gewand daherkommen. Im Schuber, sie sind in farbigen Leinwand und auch gleichzeitig mit Lesebändchen versehen. Da gab es schon sehr viele tolle Leseperlen zu entdecken. Es gibt auch eine kleinere Reihe von Stevenson zum Beispiel, Strindbergs Frau Melville sind dort Texte erschienen, aber auch von einem Autor, den, denke ich, viele nur von einem Werk kennen. Das war 1897 erschienen. Das ist eines der für mich schönsten Grusel-Horror-Romanen sowie auch Liebesromanen, die geschrieben worden sind. Die Rede ist von Bram Stoker und Dracula. Der hat aber auch viele weitere Texte geschrieben. Von dem ist jetzt auch in dieser Reihe ein weiteres Buch erschienen. Der Zorn des Meeres, übersetzt von Alexander Pechmann. Der Titel verrät es schon, die Hauptfigur in diesem Text ist das Meer selber, was hier sehr sinnlich beschrieben wird, dass es wie ein eigenes Lebewesen in Erscheinung tritt. Aber nicht nur die Aufmachung macht dieses Buch zu einem sinnlichen Leseerlebnis, denn auch die ganze Geschichte. Denn die Wetterbeschreibungen, die Naturbeschreibungen sind einfach toll geschrieben. Die Handlung ist erzählt von einem konservativen, fast schon biederen Beamten, Willi, der ein Telegramm bekommt, dass die Schmuggler in jener Nacht, wo es losgeht, sehr aktiv sein sollen. Und er möchte diesen Schmugglern endlich das Handwerk legen. Maggie, seine Geliebte, kommt in dieses Drama mit hinein, weil ihr Vater ist Fischer in dieser kargen schottischen Küste, wo die Fischer halt wirklich Probleme haben und der Vater auch verschuldet ist und der Gläubige ist gleichzeitig auch jener Schmugglerkönig, der hier nicht ganz so politisch korrekt dargestellt wird, aber das ist das einer der kleinen Wehmutstropfen in diesem großartigen Text Weltliteratur. Es lebt, wie ich schon gesagt hatte, von der Naturbeschreibung, von dem Meer besonders, den Wetterbeschreibung etc. Also eins von den Büchern, die ich wirklich allen ans Herz lege, mindestens aus dieser Reihe für sich zu entdecken, weil es sind einfach, wie ich schon sagte, Perlen der Weltliteratur, die entdeckt gehören. Also, ich wünsche erlesene Stunden. Bis bald. Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt, Beziehung Leseschatz. Tschüss!